Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Drug Dealer Simulator mit eurem Bobas. Und ich bin jetzt eigentlich schon auf dem Weg mal zu Gustavo, weil ich mir nämlich unbedingt die Kohle holen möchte. Und das ist ja nicht gerade wenig. Also es sind auf jeden Fall wieder über 30.000. Ich habe währenddessen schon mal eine kleine Bestellung aufgegeben beim Eddie. 39.000 Dollar haben wir jetzt hier im Köfferle. Was mich nur wundert, wir haben im Grunde, wenn man jetzt hier unten hinschaut, ne, die Größe 780, 400. Normalerweise geht in den Koffer nur 400 vom Volumen herein. Aber Gustavo gibt uns immer einen Koffer, der weitaus voller ist wie normalerweise. Na gut. Ist halt so. Ich habe jedenfalls nichts jetzt einstecken, also keine Drogen oder irgendwas einstecken, weil ich möchte ja das Fahndungslevel möglichst niedrig halten, ja, dass wir wieder mit der DEA Probleme bekommen. Und von daher habe ich das jetzt mal sein lassen. So, habe ich was für dich? Jo, hier ist es. 21.500. Dann haben wir immer noch 17.500 im Köfferle. Und das ist doch so einiges, würde ich sagen. Das macht Spaß. So, wir düsen mal ganz kurz nach Hause. Ich habe nämlich mal einen Mix gemacht. Und zwar zweierlei. Einmal das Coca, ganz normal mit dem Zucker, so wie wir es jetzt beim letzten Part gemacht haben, gestern. Und dann habe ich jetzt halt einmal noch einen gemacht mit Backpulver. Also da habe ich dann 20% Backpulver, 20% also 20 Gramm Backpulver, 20 Zucker und 20 Viagra gemacht. So, das ist dann quasi das Kobatsuvi. Das Kobatsuvi ist quasi mit Backpulver und das Kotsuvi ist nur mit Zucker und Viagra. Also ich möchte es einfach mal probieren, ob wir das auch alles so an den Gustavo dann quasi weitergeben können. So, jetzt muss ich das nur wieder rausbekommen hier. Das geht natürlich nicht, ist klar. Jetzt muss ich mal gucken, wie haben wir es denn da? Ja, ich habe jetzt mittlerweile schon ein bisschen Koffer hin und her geschoben, dass ich möglichst hier Platz habe, dass ich dann auch wieder das Geld hier reinschmeißen kann. Ich finde, es ist in Ordnung, wenn das da drin ist. Dann würde ich sagen, schmeiße ich den... Oh nee, warte mal, den Koffer kann ich ja hier rein tun mit. Das ist ja egal. Dann kann ich wieder meinen schönen Seesack aufnehmen, weil der ist mir nämlich schon ans Herz gewachsen, muss ich sagen. So, Produkt verpacken. 50 Gramm, das Ganze 6-mal. Jawohl. Und hier das gleiche. Produkt verpacken. 50 Gramm und 6-mal. So, jetzt müssen wir natürlich warten, dass wir wieder unser Coca kriegen. Ampf habe ich jetzt halt nicht bestellt, weil da haben wir wirklich noch genug. Das, was ich bestellt habe, war eigentlich noch Mary, weil die drei Dinger sind zwar voll, aber ich habe hier noch 32 Gramm liegen. Ist mir ein wenig, würde ich sagen. So, dann würde ich jetzt mal das hier alles in den Schrank klatschen. Ich tue nochmal ganz kurz die Koffer raus und wieder rein. So, 50-50, dann hätte ich da... 3-mal einen, dann hätte ich hier 15-mal einen. Also die können wir im Grunde alle schon so verticken. Dann hätte ich da nochmal diesen Mix, den ich gern verschenken möchte. Also wir haben jetzt im Grunde 9, 15, 21 mal A 50 Gramm. Das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Oh, warte mal, dann könnte ich eigentlich, das Geld ja auch wieder oben in den Schrank reinpacken. Normalerweise sollte ich hier... Ich weiß nicht, warum das manchmal nicht geht. Warum ich hier manchmal keine 30.000 reinbekomme. Aber ist ja auch egal. Ich möchte das eigentlich in den Schrank reinpacken. Genau. Und dann auch da wieder reinpacken. Also es geht wahnsinnig schnell, dass man hier... richtig viel Moneten hat. Es macht einfach Spaß. So, 1900 haben wir noch. Die können wir uns eigentlich aufheben.
Ich habe hier, genau, und hier wollte ich jetzt diese einzelnen Packungen reintun, die ich jetzt dann an die kleineren Dealer verticke. So, wir haben hier im Grunde sind wir noch ganz gut okay. Also ich habe ja nicht weitergemacht. Ich habe ja gesagt, ich mache hier meinen Stopp und mache mit euch das dann gemeinsam. Ich würde sagen, wir machen noch hier in der Gegend oder wir gehen rüber. Das können wir natürlich auch machen. Aber West Old Town müssen wir auf jeden Fall hochpushen. Also 80 Gramm Weed sind es schon. East Old Town auch nochmal Weed. Sting Canal Downtown Two Towers. Two Towers könnten wir mitnehmen. 10 Gramm Coke. Ist wenig Coke. Ich hätte gerne wesentlich mehr Coke, was ich verkaufen kann. Und Eastern Slums, Eastern Slums. Normalerweise sollte ich die dann auch gleich mitnehmen, ne? Dass ich gleich alles dabei habe, was nur möglich ist. Ich weiß, ich überlade mich jetzt halt gerade schon wieder. Platz habe ich. Ich würde mir gerne wieder mein Speed X mit reinnehmen, dass wir bei Not gleich wieder losstürmen können. So, jetzt schauen wir mal. Coca-Cola, 6 Gramm Ampf. So. 2, hier. Nehmen wir da mal 6 Gramm. Dass wir ein bisschen so die Restle wegkriegen, ne? Quasi. 6 Gramm und dann 3 Coca und 2 Coca. Das ist gut. Das könnten wir hier machen. Ja. Also 3 und 2. Ups. 2. Dann haben wir noch mal 6 Ampf, die haben wir. 10 Coca. Schauen wir mal, das kriege ich jetzt halt hier nicht rein. Oder warte mal, wir machen. Jetzt bin ich durcheinander. 10 Coke. Coke. 10 Coke. Ne, das machen wir separat. Das machen wir da drüben am Tisch. Das ist egal. So, einmal das hier. Dann haben wir hier 10 Mal. Neues Produkt. 10. Erschaffen. Hinzufügen. Dann kann ich das nämlich, die 10 Gramm hier mit reintun. Dann habe ich das Ganze ein wenig sortiert. So, und dann brauchen wir insgesamt 120 Gramm Mary. 120 Gramm Mary. 6 Mal. Gut, dann müsste ich eigentlich alles einstecken haben, was wir brauchen. Ja. Im Normalfall schon, ne? Okay, dann gehen wir erst einmal die zwei. Dann würde ich sagen, er hier. Ja, das kriegen wir schon. Irgendwie kriegen wir das schon. So, auf jeden Fall hier drauf. Meine Hauptspeicherung habe ich. Ich möchte ihn natürlich nicht unbedingt in die Arme laufen, das ist klar, ne? Also mein Stoff, den habe ich 10 Gramm, das war der hier. So, was wolltest du? Was für ein Dope? 6 Ampf. Jawohl, kriegst du. Hier haben wir, glaube ich, keinen stehen. Ne? So, dass ich mal ein bisschen schneller bin, haue ich mir das Speed X rein. Wir müssen einmal hier rüber. So, gut, dass der mich jetzt dann nicht angequatscht hat. Und der läuft auch da weiter. Alles klar. Ah, da stehst du. Hinter dem Container. Das ist ja wieder super Platz. 40 Grams. So, zweimal akzeptieren. Zack. So, wir müssen in die Slums. Und wir müssen noch rüber West Old Town. Also im Grunde sollten wir ein klein wenig Gas geben. Ja, man rennt halt einfach mal durch jetzt mittlerweile, ne? Slum, Slum, Slum. Da. Und da. Da und da. Ach, der andere steht wieder auf dem Berg oben wahrscheinlich. Okay, Servus. Jo, du wolltest 3. Das kriegst du. So. Ach nee, da steht er. Gut, jetzt wollte ich schon hinterrennen auf den Berg. So, 2 Koka, jawohl, kriegst du.
So, und dann haben wir noch einmal in West Old Town. Risikofaktor ist hoch, ja, das ist mir klar. Nachdem ich jetzt schon wieder deal wie ein Blöder. Ich habe das im Übrigen mal probiert jetzt und habe mich mal richtig hochpushen lassen. Also bis ich quasi der Teufel höchstpersönlich war. Moment, 40, du kriegst auch nur zwei Pakete, so. Also mein Level war dann wirklich hier, ganz am Anschlag, knallerot. Und DEA ist nicht gekommen. Also ich habe keine Ahnung, was ich da... Oh, da habe ich jemanden vergessen. Da wird er mitten am Weg, ne? Was ist das Paket? Jo, hier ist es. So, zack. So, dann, ups, düsen wir einmal zu Hause. Man ist so schnell. Das ist der Hammer. Warum rennst du jetzt nicht? Würdest du wieder aufzuwirken? Nee. Ich habe eine richtig fette Ladung hier reingehauen. Da, 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 da. Das ist im Grunde sind es mittlerweile schon Spaziergänge. Am Anfang, wo man da so vorsichtig war und bloß außen rum, ne? Ist das mittlerweile ein Durchrennen? Achso, das war ja auch schon voll. Oh meine Güte. Da habe ich das andere, da habe ich das Geld. Hier, so, zack. Rein damit. Gut. Ja, und da kommt Auftrag für Auftrag. Ich würde sagen, das SpeedX, das tue ich jetzt hier mal raus, weil die 15 SpeedX haben wir ja drüben. Ich speichere jetzt mal ganz kurz, und zwar auf dem hier. Und dann würde ich sagen, mal ganz kurz auf die Uhr gucken. 19 Uhr. Normalerweise sollte jetzt dann auch gleich die Benachrichtigung kommen wegen dem... der Lieferung. Und da bin ich mal gespannt, wo sie ist. Also im Grunde so ein kleines bisschen hoffe ich, dass sie drüben ist. Wir müssten nur mal schauen. Oh ja, ich möchte da drüben eine Bude haben. Wir haben so viel Kohle, dass ich im Grunde alles da drüben... mittlerweile mir zulegen könnte als Versteck. Nee, das ist hier gleich um die Ecke. Das ist West East Old Town. Das ist die Garage. So. Da haben wir nichts drin. Ah, das wäre genau an der Stelle, wo, ja, genau, da wo der Tunnel ist und so. Anhängerreifen, Two Towers. Okay. Alles klar, ja, das können wir ja dann gleich holen. Der wäre zum Beispiel recht gut. Den würde ich mir gerne mieten. Zwei maximale Kunden, Dead Town. Jo, ich würde sagen, den mieten wir jetzt, weil die Lage ist im Grunde nicht einmal so verkehrt. Und dann schauen wir gleich einmal, dass wir uns das ein bisschen einrichten können. Und zwar, lass mich raus. Jetzt gucken wir mal, die Lieferung ist hier, also gleich um die Ecke rum im Grunde. Einstecken habe ich nichts. Servus. So. Wo war es jetzt? Achso, ich stehe im Grunde schon fast drauf. Müssen die jetzt aber auch da lang laufen, ne? Nein, noch nicht. Ich bin gerade auf das... Wir wollen es gerade abholen. Ja, du mich auch. Noch einer? Sag mir, ihr seid doch geklont, oder? Na gut. Dann schauen wir mal, dass wir hier irgendwas reinkriegen. Gut. Dann laufen wir mal kurz heim. Was das Schöne ist, die können nicht in die Häuser rein. Das habe ich nämlich auch mal ausprobiert. Also wenn die euch durchsuchen wollen und ihr steht gerade an der Tür, oder besser gesagt, ihr wollt gerade raus oder sowas und die sind... Vielleicht geht's ja gerade.
Ich dachte jetzt, die würden hier vorbeilaufen. Die rennen dann hier ums Haus rum wie gestört und versuchen euch zu finden, obwohl ihr vor der Nase von denen im Grunde rein seid ins Haus. So, genau, mein Koka wieder schön da aufplatzieren. So, jetzt warte ich eigentlich nur drauf, dass irgendeine Nachricht von Gustavo kommt, dass er die nächsten Päckchen haben will. Es werden wahrscheinlich mehr sein wie die 20 Päckchen. Die machen einen Lärm, ne? So, wir haben jetzt halt nichts einstecken gerade im Moment, von daher hätte ich sagen, wir gehen jetzt halt einfach mal schnell ins Möbelhaus. Wollt ihr mich nicht kontrollieren? Ah, der kommt sogar mit rein in den Laden. Das wollte ich jetzt halt auch mal probieren. Ja, such, was du magst. Okay. Gehst jetzt auch ein wenig einkaufen? Was magst du? Pieselst du jetzt in die Ecke? Willst du denn lieber deinem Kollegen hinterherrennen? Ihr wollt euch doch bestimmt in irgendein Gebüsch verziehen oder so. Naja, gut. Dann lassen wir ihn da hinten mal in der Ecke stehen. So, ich brauche Laptop, ich brauche mindestens zwei von den Schränken. Ich würde gerne Hängeregale haben, zwei Stück. Ich würde gerne haben trotzdem auch ein Geheimfach. Das gehört einfach dazu, irgendwie finde ich. Ich würde sagen, ich mache Hängeschränke auf jeden Fall. Und wir brauchen natürlich einen Kleiderschrank. So, dann brauchen wir auf jeden Fall Tische. Da würde ich sagen, nehme ich zwei. Und noch irgendwas? Was das für eine Mischung ist aus dieser Fahrstuhlmusik und dem Funk die ganze Zeit. So, damit haben wir nämlich dann im Grunde das auch ganz gut gleich eingerichtet, ne? Nicht das Lager in der Wüste. Wo ist es denn? Das kleine Lagerhaus. Da, das ist da. Kleines verlassenes Haus in Mid-Dead Town. Genau da wollen wir das Zeug haben. Ah, dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch mal. Ist er jetzt wieder da? Ach, schaust du dir ein Möbel an während der Dienstzeit, ja? Oder wie? Naja. Wie spät haben wir es denn? 20 Uhr, das heißt jetzt halt eigentlich noch eine Stunde. Und ja, das sollten wir auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, dass wir noch schnell rüberflitzen. Wir brauchen nämlich dann Mischer. Auf jeden Fall. Zwei wären ganz gut. Kaffeemühlen gibt es ja immer nur eine. Also eine Kaffeemühle, zwei Mischer. Ich würde natürlich die Behälter dann gleich. Ja, also mit den Behältern, das dauert halt Ewigkeiten. Das ist. Stehen einem nur im Weg rum, ne? So. Obito, Ratito. So, ich bräuchte ein wenig Medizin, aber ich habe kein Geld einstecken. Also schauen wir wegen Laborequipment. Hey, das gibt's doch nicht. Hey, das ist wirklich übel, finde ich. Das finde ich. Halt, falsch. Da müssen wir her. Man kann halt hier hinten auch schön um die Ecken rumflitzen, ne? Das ist halt das Schöne. Mal kurz über die Mauer, weil ich glaube, die folgen einem ja nicht. So, und das ist auch eine richtig schöne Bude hier, muss ich sagen. Ich mache hier jetzt gleich einmal einen Speicherseppen. So, da haben wir keine Tür, das ist auch gut. Lichthammer? Lichthammer. Gut, also Strom ist bezahlt. Wir können uns hier ein richtig schönes Labor einrichten. Das ist hervorragend. So, das machen wir jetzt halt auch gleich einmal. Ich möchte zuerst mal bitte die zwei Tische haben. Einen stellen wir uns natürlich da an die Wand. Ich schaue mal, inwiefern ich da rankomme, dass ich das möglichst ganz, ganz weit an der Ecke stehen habe. Und den anderen dann hier so über Eck. Und zack, ups. Den Schrank würde ich sagen, durch das, dass wir hier
eine schöne Aussicht genießen, wenn die da außen rumlatschen, würde ich sagen, lasse ich die Fenster offen und anscheinend passiert dir da gar nichts. So, ein großer Kleiderschrank wäre nicht schlecht. Wenn wir auch damit hinbringen, aber der steht jetzt wieder verkehrt rum, oder? Nee, der steht richtig rum. Bekomme ich den da rein? Shit, nein. Den bekomme ich nicht da rein, aber ich bekomme ihn dahin, oder? Naja, ist jetzt vielleicht nicht das Ideal, aber man kann immer noch zum Fenster rausgucken. Das ist doch auch schon mal was. So, den anderen könnte man da herstellen. Ich weiß, ich bin jetzt ja nicht gerade der Beste, was das Einrichten angeht, aber andererseits ist es ja auch wurscht, oder? Wie das Zeug steht. Komm. Ja, ich möchte halt immer so eng in die Ecken klatschen, wie es nur möglich ist. So, dann brauche ich natürlich meine Regale, dass ich da oben schön die Boxen erreichen kann. Und dann gleich noch daneben einen. Na komm, ich hätte euch gerne, naja, möglichst auf einer Höhe. So, die Geheimtüren, die mache ich jetzt halt hier unterm Tisch drunter. Da vielleicht auch noch eine. So, zack, und dann haben wir noch Hängeschränke. Und die könnten wir im Grunde hier aufbauen. Von unten nach oben. Wenn es geht. Komm. Und es sollte normalerweise, jawohl, gut. Damit hätten wir eigentlich alles schon mal so weit bemöbelt. Das ist ja auch schon mal was. Ne? Genau, dann kann ich mir hier richtig schön was aufbauen. Das ist schon mal gut. So, drogenmäßig habe ich ja nichts dabei. Ach, halt, Inventar habe ich ja trotzdem. Und zwar meinen Lappitoppi. Den würde ich jetzt einfach hier mit herstellen an die Ecke. Jo, warum nicht, ne? So, jetzt brauchen wir eigentlich nur noch ein bisschen Drogen, die wir hier unterkriegen. So, 5 Minuten haben wir noch. Dann gehen wir erst einmal daher. 3 Minuten, da bin ich ja auch immer gespannt, ne? Wenn die mich dann kontrollieren, genau 1 Minute bevor es 12 ist, ist es natürlich auch nicht gerade toll. So, hier haben wir ja schon schön eingerichtet, aber wir haben natürlich noch nicht alles an Zeug da, was wir eigentlich da haben sollten. Mary Mary, Coca Coca, Zucker, wir haben Mischer, wir haben hier sogar einen Coca Mix drin und da haben wir einen Ampfmix drin. Also insofern könnten wir dann auch hier mal, jetzt speichere ich schon wieder, ne, das ist echt abartig. Von hier aus könnten wir dann eigentlich, nee, das war wegen der Lieferung. Und zwar, wo bist du? Downtown. Der hat Geld für uns. Two Towers ist natürlich ganz viel. Da, 5 Gramm Speed. Umgebung des Supermarkts. Speed 3 Gramm. Ampf 2 Gramm. Und nochmal Speed 2 Gramm. So, da würde ich sagen, das packen wir mal jetzt zusammen. Also 5, 8, 10, 12 mal Ampf. Alles klar. Ist eigentlich jetzt nicht so viel, ne? Produkt verpacken. So, 12 mal das Ganze. Zack. Erschaffen und rein damit. Wo habe ich mein Speed X? Habe ich das da? Yes, da habe ich's. Weil das brauche ich auf jeden Fall, wenn ich hier durch die Straßen renne. Die Koffer sind ja leer. Das ist in Ordnung. Was habe ich da noch drin? Da habe ich ein bisschen, da habe ich einen leeren Sack auch. Und da habe ich auch nochmal Dried Speed. Okay. Das habe ich aus Versehen in den falschen Ding gepackt. So, du kommst da rein. Du kommst da rein. Und dann würde ich sagen, düsen wir los. Natürlich muss ich speichern. Das ist ja, ne? So, wo müssen wir zuerst hin? Als erstes einmal rechts. Erstens mal müssen wir hier rüber.
steht denn der? Da stell dich halt noch ein wenig weiter an die Schranke. Ha, was meinst du? Eieiei. So, dreimal. Hier mit der Knete. Das ist halt das Gute, ne? Also wir können halt richtig schön aufsteigen dann. Das müssen wir am Computer schauen. Können halt in der Nacht so richtig gut aufsteigen. Und können damit natürlich dann auch das alles wieder ausgleichen. So, da sind wir einmal im Tunnel. Und dann einmal beim ATM. Ich höre einen Funk, aber ich weiß nicht wo. Es muss jetzt sein, dass ich denen in die Arme laufe. Weil in die Arme laufen heißt bloß wieder flüchten. Ach, die laufen da weg gerade. Da vorne sind aber auch welche. Okay, dann laufen wir eben darüber. Und laufen da hinten ein wenig rum. Ja, die sind da. Das heißt, die sind gerade beim Tunnel. Das ist nur die Frage. Die Mickey-Mäuschen. Schaffe ich das? Weil ich glaube nämlich, die unterbrechen das. Ich habe es noch nicht probiert. Der hat mich nicht gesehen. Okay. Finde ich in Ordnung. Der ist direkt auf mich zugelaufen, hat mich nicht gesehen. Okay. So, akzeptieren. So, jetzt sollten wir mal gucken, wo sind die nächsten beiden? Die sind da hinten beim Tunnels. Okay, da wäre es natürlich schon gut, wenn wir da hinten rum irgendwie gehen könnten. Ja, irgendwie macht es in der Ecke auch Spaß, muss ich sagen. Kann man eigentlich zum Gustavo rein? Weil das habe ich nämlich auch noch nie probiert. So, da vorne laufen auch Bullen. Und da sind, genau da sind meine zwei letzten Kunden natürlich. Ups. Aha. Und wo läufst du? Du läufst natürlich in die Richtung, ist ja logisch. Dann warten wir mal ganz kurz. Und das war dann der letzte da drüben, ne? Ja. Es müsste es irgendwie angezeigt werden, ob man noch unter Speed steht oder nicht. Ich wundere sowieso, dass der alleine unterwegs ist. So, Servus. Eine Lieferung, 5 Gramm. Viel Spaß damit. Und dann geht es erst einmal ab zurück. Der ist halt jetzt da durch, ne? Schauen wir mal noch einen Speed rein. Na dann, rennen wir doch einfach mal. Das wird dann schon schief gehen, ne? So in der Art. Und genau vor die Füße von den Bullen. Boah, ey, das geht manchmal so schnell, dass man da auch selber richtig schwindelig wird. So, eigentlich sollten wir das ohne weiteres schaffen können. Hier in die Bude rein. Tür zu und dann haben wir es ja eigentlich schon. Das ist perfekt. So, wir haben im Grunde nichts weiter einstecken. Ja, Geld haben wir einstecken. Das ist super. Nee. Da haben wir. So, die Tasche ist halt das Blöde, ne? Damit kommen wir nicht durch den Gullideckel. Und drüben habe ich, weil ich habe jetzt halt hier einen Seesack, super.
Aber ich habe drüben jetzt halt eigentlich nur noch die Koffer. Also ich muss unbedingt schauen, dass ich mal ein bisschen Seesäcke kaufe und verteile. Schauen wir mal. Wie weit sind wir? Also preisemäßig können wir vielleicht ein wenig was anheben. Es wäre natürlich schon nicht schlecht, wenn wir da ein bisschen mehr verdienen könnten. Am vielleicht auch noch. Nee, das war dann zu viel. Oder muss ich das dann vielleicht wieder runtersetzen? Reicht das auch schon? Nee. Also das da kann ich lassen auf 18. Das da muss ich wieder runterkicken auf 21. Und hier kann ich da jetzt auf 80. Jo, geht auf 80. Jetzt lasse ich es mal auf 80. Das passt schon. So, Lieferung, Bestellung haben wir noch keine vom Caldera. Müsste aber bald kommen, eigentlich. So, und das ist wieder alles drüben, ne? Kennel, Two Towers, Stink und alter Marktplatz. Alter Marktplatz hätte mir schon gefallen, wenn ich da ein bisschen mehr hätte. Aber gut, ist halt nicht, ne? So, ich würde sagen, ich lasse die Tasche jetzt eben mal da. Weil dann können wir nämlich noch gemeinsam, ich habe jetzt gerade gespeichert, ich brauche nicht nochmal speichern. Dann können wir nämlich gemeinsam jetzt mal schnell durch die Tunnels flitzen. Schauen wir mal, ob wir genau bei einer Streife rauskommen oder ob da gerade keine ist. Okay, da war keine. Da drüben läuft einer. Wir laufen halt einfach mal heim. Jetzt ohne groß Stopp und bla. Wir laufen einfach. Schauen wir, wahrscheinlich laufen wir denen dann genau in die Arme. Aber so wie es ausschaut, nicht. Komplett durchgerannt. Ist perfekt. Yes. Okay, das war jetzt ein Run, den hätte ich nicht so erwartet. Aber wir haben es auf jeden Fall für heute geschafft. Das ist doch schon mal super. Wir haben die Supermarkt und Downtown haben wir jetzt halt endlich mal wieder versorgt. Da würde ich mal gerne noch kurz reinschauen, wie jetzt dann da der Wert ist. Ja, so viel natürlich. Supermarkt ist ein bisschen hoch. Downtown natürlich, ist ein bisschen schwierig. Ich würde natürlich schauen wollen, dass ich Downtown den Respekt noch hochbekomme. Und auch, also dass ich dann quasi die beiden hier freischalten kann, das wäre natürlich super, weil dann hätte man nämlich nochmal ein ganz schön großes Kontingent an verschiedenen Kunden. Ja, würde ich sagen, das ist gut. Eastern Slums, Eastern Slums. Da müssten noch ein paar Kunden mit hinzukommen. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir uns noch die ein oder andere Bude hier vom Mike anschauen und dann vielleicht noch mit dazu nehmen. Aber ich möchte halt gerne erst immer die Hütten einrichten, also zumindest die interessanten Hütten, so wie die, was wir heute gekauft haben oder gemietet haben. Und dann erst die nächste quasi, so Stück für Stück. Geld haben wir wirklich jetzt genug. Was haben wir jetzt halt insgesamt noch auf der Bank? Login und 37.000. Naja, und ihr seht ja, einmal Gustavo erledigt, dann Eddie bezahlt und schon haben wir um die 15.000 und die Schränke hier oben sind ja auch schon wieder voll. Also 28, 42.000. Also das ist Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Hatte ich nicht hier noch einen? Nee, hatte ich nicht. Ich dachte jetzt, ich hätte vielleicht hier noch einen Seesack, aber leider nein. Okay. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da und würde mich freuen, wenn ihr dann morgen auch wieder mit dabei seid. In dem Sinne, macht's gut. Habt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.